Ich fange mal an. Am besten mit der Käselauchstange. Weil Käselauch? Käselaugenstange. Riechen tut sie überwiegend nach Käse, finde ich geil. Cheers. Oh. Oh, geil. Also wie ihr gesehen habt, eben diese Laugenstange ist wirklich komplett ummantelt von Käse. Wirklich fantastisch, wirklich super lecker. Dadurch ist sie noch richtig saftig. Oh, voll geil. Mache ich dann laugig weiter und nehme hier dieses gefüllte Laugenstück. Oh, ich weiß nicht, was da drauf ist, aber ich reiße es einmal auseinander und beiße dann da rein. Riecht ein bisschen muffig. Cheers. Da ist noch Schnittlauch drauf und vielleicht Eigelb oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Schmeckt aber zumindest nicht so, wie es riecht. Also das ist schon mal Hut ab. Das kann ich aufbewahren. Als nächstes habe ich hier so ein, ist das ein Roggenbrötchen oder ein Dinkelbrötchen mit Ei und da drauf. Ich glaube, da ist so ein Frischkäse. So ja, mit Paprika und sowas. Cheers. Oh. Boah. Also volles Karacho, diese Frischkäsezubereitung da drauf finde ich echt lecker. Und das Ei passt auch dazu. Und das Einzige, ja gut, das Brot ist ein bisschen gummig, aber hey Leute, ich habe das für 3,50 € bekommen bei Aral. Also das ist okay, das ist in Ordnung. Ich will gar nicht meckern, ja. Vom Geschmack her stimmt bis jetzt alles. Bis auf das Teil hier, das hat mich ein bisschen erschreckt. Jetzt habe ich hier so ein Käsebrötchen mit einer halben Fleischwurst da drauf gefühlt. Cheers. Wow. So gesehen auch eine gute Kombination, nur die Fleischwurst ist so ein bisschen, ja, fad, die schmeckt nicht nach viel. Das ist ein bisschen schade. Aber das Käsebrötchen ist super. Und der Käse. Zu guter Letzt hier an Tag 3 habe ich nochmal einen Schokocroissant, wie an Tag 1. Cheers. Oh. Also, obwohl es so richtig, ja, mickrig aussieht, sage ich mal, schmeckt das echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich würde alles nicht im Originalpreis kaufen, aber so bei Too Good To Go kann man immer so neue Dinge probieren, neue alte Dinge, wie auch immer. So von der Menge her und vom Geschmack gebe ich dem, sagen wir, ja, nett gemeinte 7 Punkte. Ich weiß nämlich nicht, ob es jetzt noch besser wird oder schlechter wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich hier sowas wie eine Käselauchstange, die enorm riesig war, bevor ich sie fürs Video auseinandergerissen habe. Dann habe ich hier eine ja, gefüllte Käselauchstange, die irgendwie seltsam riecht. Wer sagt, dass ich Tag 1 und 3 an einem Tag aufgenommen habe, der lügt. Scheiße.